Also da zeige ich dir jetzt mal mein neues Gewürz hier. Ja. Und für was Guck ist das? Mal, das alles Könner. Alles Könner. Das sieht auch schön aus. Das ist für die Gewürzmühle ist das. Mhm. Und da sind die ganzen Kräuter eben drin. Das ist also nicht so scharf. Und dann habe ich hier ein schönes Feuer und Flamme. Und für was kann man das verwenden? Für Fleisch. Moment, schaue ich mal drauf. Also da sind Chilis, Pfeffer, Steinsalz, Paprika und Knoblauch drin. Mhm. Und das kann man auch für Fleisch jetzt, Eintopfs, feurige Marinaden. Kann ich das Fleisch mit marinieren, ja? Ist genau, richtig. Ja, richtig schön marinieren dann. Okay. Das sind so auch schöne Sachen. Und was von ich dem Schaf? Von dem Schaf auf jeden von Fall. Dem Schaf. Okay. Was ich noch fragen wollte, habt ihr auch Senfkörner gemahlen? Nein, nur ganz. Nur ganz. Ich habe dunkler. Die sind etwas schärfer und die hellen sind etwas milder. Mhm. Aber vom Wertigkeit jetzt sind sie beide gleich. Ich habe nämlich ein Rezept und da steht dort Senfkörner gemahlen, englische Senfkörner gemahlen. Da musst du nur mit Mörser. Mit Mörser klein machen. Aber jetzt weiß ich nicht, schärfer, welche die englische sind. Ja.